It's all coming back to me mit Lyodra. Lyodra habe ich durch die Marsch, durch meine Reaction-Videos für die Marsch kennengelernt. Und ich habe noch nie was von ihr gehört. Da hat mich ein Mädel aus Indonesien angeschrieben, ich soll doch bitte, bitte Lyodra machen. Und ich habe sie dadurch entdeckt und finde sie so süß und so toll. Und ich habe in Deutschland noch nie was von ihr gehört und auch mal Leute so gefragt und niemand hat sie irgendwie gesehen. Ich glaube, das liegt ja auch daran, dass sie bei ihren Debüts so richtig knallige Kleider hatte, so eine Art Stil, das in Deutschland nicht so ankommt, weil es halt auch so übertrieben, so knallig ist. Hier ist ja immer alles irgendwie schlichter und oft auch irgendwie grauer. Und das finde ich total schade, weil ich finde, wir müssen uns viel mehr öffnen, auch anderen Stilrichtungen und Kulturen gegenüber. Also helft doch gerne, wenn ihr auch so begeistert seid von der Kleinen, den Kanal auch zu unterstützen, denn ich möchte ja auch dadurch das deutsche Publikum erreichen. Also gerne abonnieren, ich freue mich über jeden Daumen hoch und geht doch gerne auch auf meine Homepage, da habe ich ein Geschenk für euch, wie ihr eure Gefühle in die Musik steckt. Das heißt, wenn ihr singt, dass das, was ihr fühlt, auch so rauskommt. Wir sehen uns nach dem Intro. Hier habe ich es aufgemacht. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Das ist ja das Lustige an diesem Kanal. Ich höre es mit euch zum allerersten Mal. Da ist sie. Ist so mega jung auch. Die ist ja so mega, mega jung und eigentlich noch halb ein Kind ein bisschen. Deswegen ist sie, glaube ich, auch nicht so extrem sexy angezogen. Ne? Sie hat ihr Dekolleté bis da. Normalerweise macht man bei solchen Aufführungen ja immer dann fast halb nackt und alles. Aber sie ist so, ja, irgendwie halb Kind, halb Frau. Und trotzdem ist sie so reif von ihrem Ausdruck. Der Anfang erinnerte mich eben ein bisschen noch an König der Löwen, der Anfang. So dieses Gefühlvolle, ne? Dieser Mann. So schön und jetzt wieder so soft und man fragt sich natürlich, woher kommt diese heftige Stimme, ne? diese tolle belting Voice daraus und sie ist so zierlich und so klein und so niedlich und das ist tatsächlich eine Frage der Technik und perfekten Körperbeherrschung. Natürlich auch wahnsinnig viel Übung und sie hat auch sehr, sehr viel Talent, um dahin zu kommen. Da braucht es ja für die meisten viel mehr Jahre einfach. Aber sie hat einfach so diesen Zugang. Und dann geht sie wieder so zurück und zärtlich. Oh. It was more than any loss of life.
kann auch so wahnsinnig hochbelten. Viele wären da schon längst in der Kopfstimme abgerutscht und sie bleibt aber dran. Hört ihr dieses Vibrato, ne? Und so schön und wie sie runtergeht, fast wie so eine romantische Opernarie. Seht ihr mal auch, was das ausmacht, wenn man so richtig gefühlvoll und super schön interpretiert vom Herzen Piano singt, also leise singt. Das hatte sogar jetzt noch mehr, noch einen größeren Effekt, weil dieses laut, ha, ich bin da, ne, das ist, natürlich ist es jetzt nicht einfach, aber es ist viel anspruchsvoller, so diese Effekte im Kleinen zu erzielen. Ich glaube, jetzt wird die Jury reden, es ist zu Ende. Die lieben sie, ja. Krass, ne? So schön. Ja, es ist zu Ende. Jetzt werden die wahrscheinlich dann über sie reden und ihr sehr gute Kritik geben und alles. Aber so süß. Ich weiß nicht, merkt ihr, wie ich meine? Man möchte die irgendwie beschützen und lieb haben und oh, so, so niedlich. Aber gleichzeitig habe ich noch nie einen Teenager gesehen, der so viel Respekt und Würde ausstrahlt. Und das finde ich bei ihr so bemerkenswert, diese unglaubliche Niedlichkeit verbunden mit dieser No. Ihr müsst euch unbedingt mehr Stücke von ihr anhören. Ich habe hier auf dem Kanal auch noch mehr. Einfach um mal so auch so eine Scheibe abzuschneiden, dass diese Würde bei einer Frau auch zusammengeht mit einer sehr großen Sweetness. Und wenn ich Respekt ausstrahlen möchte, dann muss ich nicht unbedingt so irgendwie männlich auftreten, sondern es geht auch so. Ich habe die auch so meinen Schülerinnen, so einigen Teenagerinnen das so gezeigt. Schaut euch Lyodra an, weil ich sehe oft bei so meinen Schülerinnen, dass sie, nicht alle, ne, aber einige in dem Alter, dass sie so ein bisschen sich zurücknehmen wollen. Und nach dem Motto, oh, ich darf ja nicht und wie sieht das aus und werde ich kritisiert? Und sich da mal eine Scheibe abzuschneiden, also einfach wie mutig man sein kann und wie toll das eigentlich auch ist, wenn man mal so sein Statement selbstbewusst abgibt, schon in diesem Alter, auch wenn man noch nicht fertig ist mit der Schule oder noch nicht irgendwie eine eigene Wohnung oder Haus oder im Berufsleben steht, dass man da auch schon wahnsinnig wertvoll ist. Das können wir, finde ich, von Lyodra lernen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr noch hören wollt von ihr. Ich liebe wirklich ihre Stücke zu entdecken. Ich will auch noch viel mehr sehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch schöne Grüße aus Lübeck.